damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir und Sachsen, mit dem Dino. Ja, hey Leute, ihr seid gegrüßt. Und mit dem Klisch. Hallo. Und mit den Rüben. Und mit den Rüben, ja. Ich denke mal, an dem Part werden wir das jetzt definitiv noch schaffen. Ich hoffe, das ist, wenn wir jetzt wieder hier vorne sind, ich sag gerade mal 93%, naja, das würde doch noch backen. Wäre jetzt relativ scheiße, wenn nicht. Ich habe auch 93%. Ich hoffe mal, ich komme noch rum hier. Ah, 95, bis zu dem Haufen. 96. 97. Ja, das wird enger. Achso, wir haben jetzt da vorne noch. Super. Ah. So, da haben wir auf jeden Fall eine gescheite Basis für nächste Woche. Wenn wir das hier alles wegschwaden und dann, denke ich mal, werden wir einen richtig schönen Drescher-Einsatz machen. Oh, ich muss mich gerade verstrecken, Entschuldigung. Uiuiuiui. Cool wäre das, wenn du mit den Dingern hier nebeneinander fahren würdest, dass der eine immer in den anderen reintanken kann und ganz links ist dann so ein Big Beer oder so. Ja. Das machen, das cool. Das machen die Amis teilweise mit den Mähdreschern, ne? Ja. Also bei diesen Riesenfeldern, da fahren die wirklich nebeneinander, da schiebt der eine Mähdrescher an den anderen und ganz außen ist dann so ein richtig fetter Anhänger, der abfährt. Die haben ja auch Felder. Ja, aber die haben halt auch Felder, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Naja, wenn du... Ich hatte ja, wo ich die in die Doku mal gesehen habe, was alleine jeder Amerikaner durchschnittlich im Jahr bzw. im Monat an Fleisch frisst. Ja. Da kann man es wirklich schon fressen sagen. Habe ich mich eigentlich gewundert, wie man sowas auf die Reihe kriegt. Jetzt habe ich mal auf YouTube hier Dings gesehen. Ein Nachschlag für Adam Sandler, Adam Rames oder irgendwas, keine Ahnung. Der eine Typ, der sich da von Restaurant zu Restaurant Dings und da immer diese riesen Dinger vorstellt. Ja. Scheinbar im Amiland gibt es ja OE-Restaurant, was ist da? Ein 50 Kilo Burger, hier ein Taco mit 30 Kilo. Naja, kein Wunder, wo das ganze Fleisch hingeht. Wenn die da 1000 Restaurants haben, wo da, was weiß ich, der normale Cheeseburger mit 5 Kilo anfängt. Naja, diese XXL-Restaurants, wo vor allen Dingen immer die Hälfte in der Tonne landet, ne? Kann gut sein. Ich das meine, ist ja die, das. Die gibt's ja auch bei uns, davon mal abgesehen. Ja, aber... Bei uns hat sich das noch nicht so ganz durchgesetzt. Nee, das stimmt. Also wir hatten bei uns hier in der Nähe, hatten wir auch eins. Da waren wir auch ein, zweimal essen gewesen. Man muss aber ganz, ganz klipp und klar sagen, also gerade so Riesenschnitzel und so, ich finde einfach, also da hat er extrem die Qualität gelitten bei solchen Größen. Weil das war auch ein Kilo Schnitzel, das ist jetzt, naja, gut, also wir haben es zu zweit halt gegessen, weil ich muss eigentlich ein Kilo Fleisch in mich reinstopfen. Aber die hatten zum Beispiel auch einen Burger, der hat 1,8 Kilo gehabt. Und da muss ich sagen, den habe ich mal mit meiner Freundin gegessen und da hat noch eine Freundin mitgegessen und wir haben immer noch den viertelsten Burger mit nach Hause genommen. Mhm. Also zu dritt. So, aber der Burger, der hat wirklich, also so ein Burger, der schmeckt halt auch fantastisch. So ein riesiger. Also der hat wirklich gut geschmeckt. Also war sehr, sehr lecker. Aber die konnten sich auch nicht halten, also die haben auch geschlossen. Leider, tja. Naja. Oh, ne, aber was es da wirklich für Läden gibt. Ich meine, die macht das noch auf sie traditionelle Art und die mit die Holz. Das ist so, ich will gar nicht wissen, was das kostet, davon abgesehen. Ja. Obwohl, Fleisch ist in Amiland ja noch billiger wie bei uns, davon abgesehen. Ja, das stimmt, ja. Die haben ja auch, sag ich mal, jetzt Kuhfarmen oder Kuhhöfe. Das ist ja... von Gut und Böse. Ja, das sind ja Tausende von Kühen. War das bei Foot ENC? Schlimm, das war bei Foot ENC. Ich weiß, die Dokumentation, die haben wir jetzt bestimmt schon 30 Mal durchgekaut, sorry dafür. Und immer wieder interessant. Und immer wieder interessant, aber ja, wo ich das da gesehen habe, wo die da mit dem Helikopter drüber geflogen sind, so weite Flächen, keine Ahnung, so ganze Felder. Da sind so, 5000 Kühe, 6000 Kühe drauf. Ja. Läuft. Aber was auch gerade hier wegen diesen Zuckerrüben, bei den Amis, die fahren ja teilweise Zuckerrüben ein, die haben ja Lagerplätze dafür, also das ist ja abartig. Also ich habe da mal bei YouTube ein Video gesehen, da kommen ja am Tag, also keine Ahnung, da standen bestimmt alleine schon dort zum Abladen bereit, standen schätzungsweise so 300-400 LKWs, also große Auflieger und wie die wegfahren, kommen die nächsten. Mhm. So, und da haben die solche gigantischen Förderanlagen, da kippen die einfach nur hinten rein und die verteilen das dann quasi, die schwenken vorne immer links, rechts rüber. Und da verteilen die das auf eine riesengroße Fläche
Und da haben die halt solche langgezogenen Haufen, aber die sind so gigantisch. Also das ist absoluter Wahnsinn. Da sind die mit einem Helikopter drüber geflogen. Das war echt beeindruckend. Ich frage mich vor allem, was machen die damit? Aber ich glaube, so Zuckerrüben, kannst du das nicht auch zur Energiegewinnung nehmen? Zuckerrüben kannst du in der BG, hier kannst du in der BGA schmeißen, kannst du zur Energiegewinnung nehmen. Aber ich glaube alleine, hier Amis sind ja auch bekannt für Sojabohnen. Ja. Hier, weil Soja steckt ja überall drin. Irgendwie was die aus der Frucht irgendwie nehmen. Der Soja steckt in Honig, in Marmelade, in Nutella, in Coca-Cola. Aber Soja ist ja gesund, eigentlich. Naja, sag mal so, die Sojamilch, das ist an sich irgendwie ein Schwachsinn, wurde mal gesagt. Na, es ist der offizielle Fleischersatz. Was, der Sojamilch Schwachsinn ist? Nein, Soja ist der offizielle Fleischersatz. Also Vegetarier, die jetzt gerne mal eine Bratwurst essen wollen, die essen eine Sojawurst. Ja, ja, aber irgendwie, wie gesagt, diese Soja-Gelumbe, das schmeckt ja irgendwie, keine Ahnung. Sojamilch schmeckt ja, weg das. Scheiße halt. Ja, das stimmt. So, und da hieß es irgendwie mal so was Sojamilch oder so, das ist irgendwie für den Körper gar nicht gut oder irgendwie sowas, deswegen ist es irgendwie so der letzte Rotz. Und Soja, die machen halt aus Soja wirklich irgendwie alles. Das Soja steckt das irgendwelche Dinger, was aus der Sojabohne gewonnen wird, da steckt ein Cola und sonst sowas drin und deswegen pflanzen die das dann halt zu tausend an. Aber wenn wir irgendwann mal auf der Modified spielen, ne, da haben wir ja Soja drin. Ja. Ja. Da können wir dann auch Soja machen, können wir auch Coca-Cola herstellen. Na, Coca-Cola genau. Nicht, aber Cola halt. So. Und Bratwürste. Bratwürste können wir da auch herstellen, richtig. Unsere Kühe dürfen wir nicht essen. Nee. Aber apropos Coca-Cola, irgendwie habe ich mich in letzter Zeit, hat zwar wenig was mit Cola zu tun, aber irgendwie habe ich mich in letzter Zeit wieder am Morgen festgefressen. Oder festgesoffen, eher gesagt. Wieso? Ich denke. Naja, was Energy Drinks angeht, normalerweise bin ich ja immer auf Rockstar gegangen, weißt du? Ja. Weil Rockstar ist immer noch böser wie Red Bull, aber irgendwie so seit den letzten 12 Monaten kurve ich nur noch Red Bull. Ich komme an das andere Zeug nicht mehr dran. Ich kann halt generell nicht dran. Ne? Ne. Trink doch einfach mal einen Saft. Och, Saft hab ich auch, du. Hör mal damit, ich Saft auf. Aber irgendwie, wenn ich einen Energy saufen will, will ich einen Energy saufen und nicht eine Orangenlimonade. Aber es ist nicht gesund, Randy. Muss ich dich jetzt leider hier mal belehren. Ist mir eigentlich relativ egal, ob das jetzt gesund ist oder nicht, solange ich nicht 10 Liter am Tag drin sauge. Naja, aber es ist nicht gesund. Für deinen Körper und für dein Herzleiden und so weiter. Ich hab kein Herzleiden. Doch nicht. Nicht für dein Herzleiden, sondern für dein Herzleiden. Für mein Herzleiden. Hast jetzt aber schließlich ausgedrückt. Ja. Ja, ne? Das ist aber so. Das ist wirklich das, so. Ja, deswegen steht ja doch, man soll jetzt alles in moderaten Summen fressen. Also. Aber das ist egal, das ist die erste Dose, die du da schon trinkst, ist schon kacke. Weil ich habe auch mal da einen schönen Bericht drüber gesehen, da haben sie auch ein Experiment gemacht. Da hat sich einer, betrunken jetzt nicht in dem Sinne, aber ist halt auf Party gegangen und sollte den einen Abend komplett nur Bier trinken. Ah ja, das hast du ja schon damals erzählt, ne? Genau, und den anderen Abend halt nur Wodka Energy. So, und da haben die denen halt sämtliche Geräte auch mit dran geschlossen, vom Puls, für den Herzschlag, für den Blutdruck und so weiter und so fort. Also der hat unglaublich schon mal nach so einem Abend Wodka Energy hat er unglaublich 18 Mal Herzrasen in der Nacht gehabt. Und das ist, also das sind schon erschreckende Zahlen in meinen Augen. Ich meine sicherlich, der hat da 5, 6 Wodka Red Bull getrunken oder 10 oder 8 oder was mal weiß ich. Nicht machen. Ja, aber ich sag mal so, so 2-3 Dosen ist da auch schon ausreichend. Das ist richtig. Und wenn man aber am Tag eine Dose säuft, oder was weiß ich, in der Woche mal zwei Dosen säuft, dann stopfen wir nicht davon. Ich meine, ich habe halt auch einen Kumpel, der trinkt halt nur dieses Monster. So, und der hat da immer eine Stiche zu Hause. Also ich Cobra. Aber. Nee, nicht Cobra. Der trinkt das wohl auch? Ja, Cobra. Ja. Das ist Cobra mit einer Hipster-Flache. Nee, aber das ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich hab's auch mal eine Zeit lang ganz gerne mal eine Dose getrunken, mal am Wochenende oder so, aber ich mach's auch gar nicht mehr. Hast du dich abschrecken lassen vom Television? Nee, ich hab da vorher schon nichts mehr getrunken, weil, weiß nicht, es ist halt, find's einfach zu ungesund. Ich trinke zum Beispiel auch, dafür rauchst du, ne? Also du gleichst das so oder so. Ja, das muss man halt dazu sagen, also sein Laster hat jeder, also ich rauch und es ist halt,
Sicher, ich rauche nicht viel, aber ich rauche. Fertig, aus, Ende. Du rauchst nicht viel? Nö, also... Normalerweise komme ich so 2-3 Tage. Mit einer Stange hin. Das ist gut. Ja. Nee, aber... Peter hat auch mit einer Schachtel, meinst du? Mhm. Naja, das ist aber auch schon, ne? Ja, so 3 Tage. Aber du bist jetzt nicht so der Typ wie ich, der jetzt sagen würde, ist der erste aus, geht der zweite an. Nee. Das Schlimme ist bei mir, so komisch wie es klingt, ich habe da sogar feste, nein, nicht feste Zeiten. Aber ich so. Fertig! So halt, ja, vom Frühstück halt, also vom, nicht vom Frühstück, nach dem Frühstück halt eine, nach dem Mittag halt eine. Und dann halt Nachmittag oder am Rechner halt oder so. Da muss man. Das ist halt ein Gelegenheitsraum. Ja, ja. War ich früher auch mal. Allerdings so. Hab ich dafür Anschiss bekommen. Warum? Zu wenig Umsatz gebracht. Ja, so auf Deutsch. Ja, und damals, was ich hab, am Tag E2 Kippen halt gerucht. Dann hat er halt mal seine Freundin gesagt: Naja, wenn du so einen Scheiß rufst, brauchst du gar nicht zu rufen. Hat sie aber irgendwo recht, ne? Ja. Ja, irgendwie der Anschiss damals, ja, da hab ich dann irgendwie gedacht. Dann mal, hab ich gedacht, naja, dann machst du es halt mal richtig, beziehungsweise das hat sich dann halt so von Alena ergeben. Das ist ja das Schlimme. Seitdem hat sich das dann halt so. Ich weiß gar nicht, mit so einer Schachtel komme ich schon da maximal 2. Geht aber, sagen wir es mal so. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Und ich meine, gut, der Konsum wird, sagen wir mal so, um 100-250% gesteigert, wenn ich mich noch aufrege. Ja, das ist. Deswegen sage ich, Randy, du darfst dich nicht aufregen. Du trinkst Energy, dann rauchst du mehr, dann regst du dich auf, das ist sehr, sehr ungesund. Ja. Ich meine, man regt sich ja, jeder Mensch regt sich ja auf. So, das Problem ist halt immer bloß, dass es, wenn ich mich aufrege, ist das immer zu manchmal sehr ungünstigen Zeitpunkt. Wenn ich dann noch Red Bull saufe oder allgemein Energy saufe, dann reg ich mich noch auf, dann könnt ihr Martino fragen, dann wird das noch ein bisschen extremer als ohne. Wenn ich dann keine Kippen habe, dann ist es ganz Feierabend. So ungefähr, ja. Das kann man so sagen. Wer holt denn jetzt eigentlich die Kernmaschine? War gerne. Hast du mal hinten die Straße angeguckt? Die kannst du nie so lassen. Doch. Das gibt Ärger. Wenn das die Bullen sehen, Alter, die machen dich nackig. Wenn das Ordnungsamt kommt, das wird teuer, du. Die wissen doch nicht, von wem es kommt. Stimmt, sind ja mehrere Höfe mit 3 Ropas. Ja, ne. Aber es waren ja auch 3 Ropas, da können Sie sich schon raussuchen. Naja. Was machst denn du schon wieder? Ich parke hier ordentlich ein und dann. So, was schnappen wir uns als nächstes? Ja, parkst du ordentlich ein, mach deine scheiß Maschine aus. Achso, ist die noch an, ja? Ja, dann klappt die auch mal zusammen. Wie wär's mal damit? Die ist zusammengeklappt. Nee, guck mal meine an und guck mal deine an. Achso, du meinst in Arbeitsstellung. Nee, in Transportstellung. In Transportstellung. Ja. So. Gott, wie ruhig der Simulator sein kann. Schön. Schön, ne? Was simuliert er jetzt? Einfach nur Ruhe. Auch diese, das muss ich jetzt mal kurz ausnutzen. Traumhaft. Ich finde es Let's Play, oder? Wo man gar nichts sagt. So, gut. Weiter geht's an die Arbeit. ja, ich muss mal kurz mal einen Überblick verschaffen hier. Wie sieht's denn jetzt aus? Was haben wir denn alles noch? Ja, Tino. Beziehungsweise, was wollen wir ernten jetzt? Tino! Ja, was denn? Du störst den Yoga. Was mache ich? Den Yoga. Ach so, ihr macht gerade Yoga. Oh. Warte, ich setze mich mit auf die Wiese. Wir gucken uns gerade die Blümchen an. Hier vorne sind schöne Sonnenblumen. Den verpixelten Boden. So, wie viele Drescher haben wir? Was sind für Drescher? Ich wollte jetzt eigentlich schon mal erstmal hier die Anhänger da positionieren. Schon mal die eine Maus anschalten. Ach so. Aber, ja, das hatte ich jetzt eigentlich vor. Ich meine, wir haben noch ein Minütchen, haben wir noch, deswegen. Aber wir haben auch noch ein Part. Ja, ich weiß. Was willst du da machen? Den Anhänger jetzt einfach da mal hinstellen, das kostet doch nicht. Ne, dann mach doch. Mach ich doch, siehst du doch. Aber was machen wir dann? Was machen wir dann? Was machen wir morgen zum Freitag? Das ist die Frage. Hast du dir was einfallen? Du hast dein Gewicht verloren. Ja, siehst du, so einfach kann man abnehmen. Ja. Und das ohne Arzt. Das ohne Arzt, ja.
Ja, und dann können wir ja schon wieder Rüben ansehen, die werden ja da bestimmt langsam knapp. Auf jeden Fall. Oder Kartoffeln. So. Zack, zack, zack. Ja, na, ich würde sagen, wir schnappen uns dann, wie viel Drescher haben wir? Ich gucke einfach selber. Ja. In ihrem Besitz haben wir 2. Einer zu wenig. Ja. Einer muss ja mal abfahren, oder? Naja, immer. Ich würde einfach sagen, wir schnappen uns dann die Drescher und machen mal ein bisschen Weizen, oder? Haltet dann davon. Mein Traktor quietscht gerade. Aber da hätten wir zum Beispiel einige schöne Felder, die wir da weghauen könnten. Ja, ne, da machen wir das morgen. So, warte mal. Das haben wir jetzt. 1, 2. Das, ja, hier ist alles Weizen. Feld 8 ist Weizen. 13, 69, 76. Haben wir große Felder. Ich schmeiß den Traktor um. So, ne, so wird's auf jeden Fall. Sind denn die Experten jetzt hier? Oh, das schafft's wieder nicht. Du musst von. Wieso? Er muss ja nur rechts schwenken und zwischen Traktor und. Okay, er fährt einfach aus. So, dann müssen wir noch den Auflagedisch einstellen. Runter. Ja, das. Nach unten. Hier ist viel zu weit vorne, ja. Kann man vorne mit dem Ding eigentlich auch Rüben ranholen oder ist das nur so mehr Gimmick? Nee. Ach so, ja, jetzt im Spiel ist es Gimmick. In Real Life ist es natürlich zum Ranholen von Rüben. Ja, deswegen bin ich auch so. Ja. So, na, dann würde ich sagen, sehen wir uns dementsprechend im nächsten Part der Witter. Bis dann, tschüss. Tschüss, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.